Eine riesige Freiluftrolltreppe mitten in einem Armenviertel in der kolumbianischen Stadt Medellin. Mit der Inbetriebnahme Ende vergangenen Jahres wollte die Verwaltung der als Drogenmetropole verrufenen Stadt ihren Anwohnern eigentlich etwas Gutes tun. Vor allem ältere Menschen sollten die 350 Treppenstufen zu dem auf einem Hügel gelegenen Slum erspart werden. Doch nun steht die Rolltreppe unter Polizeischutz. Kriminelle Banden sollen Benutzer der kostenlosen Rolltreppe abkassiert haben. Wir bewachen die Rolltreppe mit unseren Polizeikräften, die hier in der Gegend für Sicherheit sorgen. Was als Investition in Fortschritt und Lebensqualität der Anwohner gedacht war, scheint nun von der kriminellen Energie der Gangs bedroht. Die zuständige Stadtentwicklerin will das allerdings nicht wahrhaben. Ich denke, da geht es nur um einige Ausnahmefälle. Ich möchte jedenfalls glauben, dass so etwas hier nicht vorkommt. Ohne die Rolltreppe hatten Bewohner bis zu einer halben Stunde für die knapp 400 Meter lange Strecke benötigt. Der Auf- und Abstieg ist jetzt auf rund 5 Minuten verkürzt.